Hallo, liebe Sternenfreunde, und ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017 Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen des Jahres führen. Jetzt kommt Freude auf. 2017 ist ein Jahr der Sonne und es wird ein Jahr, in dem Liebe, Beziehungen, Flirts und Begegnungen blühen und gedeihen. Es herrscht Aufbruchstimmung, Mut zum Risiko und Optimismus. Wir machen uns schön und attraktiv. Klar, die Konstellationen haben auch ein paar Schattenseiten, aber verglichen mit 2016 wird der Spaßfaktor einfach viel höher sein. Nicht nur die Liebe, auch Kunst und Vergnügen und neue Techniken stehen hoch im Kurs und sorgen für Sternstunden des Entertainments und großartige künstlerische Events. Singles haben beste Chancen, sich neu zu verlieben, und in bestehende Beziehungen kommt frischer Wind. Gemeinsam Pläne für die Zukunft machen, das fühlt sich wieder gut an. Was heißt das eigentlich, Jahr der Sonne? Das wollte ich euch bei dieser Gelegenheit mal erklären. Die Sonne ist 2017 also der Jahresherrscher, und das geht zurück auf die Siebener-Reihe der Planeten, der sogenannten klassischen Planeten von Sonne, Mond bis Saturn. Das war aus der Zeit, als man die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto noch gar nicht entdeckt hatte. Und diese sieben Planeten werden sortiert in der Reihenfolge ihrer Umlaufzeit von der Erde aus gesehen. Das heißt, es beginnt mit Saturn, weil der am längsten braucht, nämlich ungefähr 29 Jahre. Hier Saturn, dann kommt Jupiter, der braucht rund 12 Jahre. Dann kommt der Mars, der braucht etwa 2 Jahre. Dann die Sonne, von der Erde aus gesehen braucht die ja ein Jahr. Dann die Venus, die braucht ungefähr 9 Monate. Und dann käme Merkur etwa 3 Monate und zum Schluss der Mond, weil der ja am schnellsten von allen Himmelskörpern läuft. Und dann geht es wieder los mit Saturn. Das heißt, es ist also mehr so eine traditionelle Abfolge. Und interessanterweise spiegelt sich das auch in den Namen der Wochentage wieder. Wenn man nämlich jetzt hier diese Planeten mit einem Siebener Stern verbindet, dann kommt man auf die Abfolge der Wochentage. Also Saturn wäre dann Samstag, dann käme hier der Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und in den französischen Wochennamen, da spürt man auch noch die Planeten, da hört man das noch raus, welcher Planet da zugeordnet war. Bei uns merkt man es noch beim Montag, ne? Und auch natürlich beim Sonntag. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt und darüber vielleicht auch mal selber forschen wollt, dann könnt ihr bei AstroWiki nachgucken unter Jahresherrscher. Und wie gesagt, das ist also mehr eine Tradition. Ich denke, es hat jetzt keine wirkliche astrologische Relevanz, also jedenfalls nicht so wie die tatsächlichen Bewegungen der Himmelskörper. Aber es ist eine Inspiration. Also mich hat es zum Beispiel zu diesen Bildern inspiriert, die ich diesmal für die Videos genommen habe. Die habe ich alle selber fotografiert in Arizona, da wo man der Sonne ganz besonders nah ist und fast jeden Abend einen solchen spektakulären Himmel zu sehen kriegt, wie ihr das eben auf diesen Bildern auch sehen könnt. Okay, also von der Inspiration jetzt zu den astrologischen Fakten. Vorher aber noch der Hinweis, dass es eine Verlosung gibt. Ich verlose nämlich ein persönliches Jahreshoroskop mit mir im Gespräch. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Fangen wir jetzt an mit den wichtigsten Konstellationen. Ich habe hier eine sogenannte grafische Ephemeride, also da sind die Planetenstände alle aufgelistet und hier sind die als Linien eingezeichnet. Es geht hier innen los im Januar und nach außen hin bis zum Dezember. Und die gelbe Linie hier ist eben die Sonne, die einmal durch den ganzen Tierkreis wandert in dieser Zeit. Die wichtigsten Konstellationen, das sind natürlich die der langsam laufenden Planeten, die bestimmen die Tendenzen fürs neue Jahr. Fangen wir an mit Uranus. Uranus steht weiterhin im Widder das ganze Jahr noch und bis Mai 2018, so wie in den letzten Jahren auch schon. Und Uranus im Widder, das steht für Pionierleistungen, für neue technische Erfindungen, für Fortschritte, für unberechenbare Entwicklungen und persönlich für Freiheitsstreben, für Unabhängigkeit, aber dann infolgedessen auch für Distanz und eine gewisse Rücksichtslosigkeit oder Selbstbezogenheit, was natürlich in Beziehungen auch ein bisschen schwierig werden kann. Ein Astrologe hat mal so halb im Scherz gesagt, Uranus im Widder, das ist etwa, bedeutet etwa, ich liebe dich, aber nimm es nicht persönlich.
Also so kann man sich das etwa vorstellen. Es ist eben immer so eine gewisse Distanziertheit dabei. Aber zum Glück steht ja direkt gegenüber Jupiter in der Waage und der sagt dann, ach komm, zu zweit oder in einer Beziehung oder mit vielen Leuten macht das Leben doch noch viel mehr Spaß als Einzelkämpfer. Und so halten sich die beiden so ein bisschen die Waage und bringen halt auch dieses unheimliche Knistern rein, was wir 2017 erleben werden. Aber dazu komme ich gleich noch. Uranus durchläuft die Grade von 21 bis 28 Grad Widder, das heißt, der geht 2017 durch die dritte Dekade des Widders. Genau, dann Neptun. Neptun sehen wir hier als blaue Linie, der bewegt sich kaum und läuft das ganze Jahr weiterhin durch das Zeichen Fische und das noch bis zum Jahre 2025. Und das ist gut für Spiritualität und Kunst, für Mitgefühl und Hilfe, für Nächstenliebe und natürlich für Romanzen. Das Enttäuschungsquadrat zwischen Neptun und Saturn, das ist jetzt durch. Diese beiden Planeten, die driften auseinander und das ist sicherlich eine angenehme Energie, weil das hat doch 2016 sehr überschattet, dieses Quadrat. Und damit werden wir jetzt nicht mehr so viel Probleme haben. Dann haben wir Pluto, der steht im Steinbock und zwar noch das ganze Jahr und das noch bis 2024. Und Pluto sehen wir hier als dunkelrote Linie, bewegt sich eigentlich auch kaum, wie man sieht. Und das bedeutet weiterhin machtvolle politische Entwicklungen, die unser Privatleben auch beeinflussen. Und da empfehle ich also wirklich das Nachrichtengucken ein bisschen zu dosieren, denn viele Dinge können wir nicht ändern und die beeinflussen auch nicht wirklich unser Privatleben. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn wir uns da auch ein bisschen zurückhalten und das ja eben dosieren und uns die Meldungen anschauen, die für uns wichtig und relevant sind oder uns überlegen, wo wir auch was tun können. Das ist einfach besser für den Seelenfrieden. Und außerdem ist es auch gut, wenn man sich die richtigen Informationsquellen besorgt, also da, wo man zuverlässige Nachrichten bekommt. Und außerdem empfehle ich, Verschwörungstheorien nur mit Vorsicht zu genießen. Ist alles besser fürs Seelenheil. Und Pluto durchläuft die gerade 16 bis 18 Grad Steinbock. Er befindet sich also in der zweiten Dekade. Dann ganz wichtige Konstellation auch ist der Chiron, der hier genau wie der Neptun auch in den Fischen steht. Und Chiron steht für die weise Wunde und den Heiler im Horoskop. Das ist ein bisschen komplex, denn das bedeutet, dass wir an der Stelle, wo wir verletzlich sind, warum auch immer, durch Erfahrungen in der Kindheit oder aus dem vorherigen Leben, was es auch immer ist, da, wo wir verletzlich sind, da lernen wir dazu und da entwickeln wir unsere Menschlichkeit und unser Verständnis für andere, die auch verletzlich sind. Und ich glaube, dass Chiron in den Fischen auch 2017 wieder für all die Verletzten und Hilfesuchenden steht, die Flüchtlingsströme, die Menschen, die aus ihrer Mitte gerissen worden sind und die darauf angewiesen sind, dass andere ihnen helfen, die sich dann dadurch auch spirituell weiterentwickeln können. Deswegen ist es weiterhin eine Zeit, auch in Kombination mit Uranus im Widder, der ja Pioniere begünstigt, wo mutige, selbstlose Helfer gefragt sind und wahnsinnig wichtig sind und jeder vom Kosmos willkommen geheißen wird, der sich da einsetzt. Und Chiron befindet sich auf 21 bis 28 Grad Fische, also in der dritten Dekade. Übrigens steht er dort fast das ganze Jahr in Spannung zu Saturn, der ja im Schützen ist. Und diese Spannung, die zeigt eben auch nochmal, was für eine große Verantwortung wir haben und aber auch, wie schwierig das ist und was es für eine Herausforderung ist, die wir da zu meistern haben. Also das Thema wird uns natürlich auch 2017 ganz, ganz stark beschäftigen und vielleicht eben auch unsere persönlichen Beziehungen beeinflussen. Kommen wir damit zu Saturn. Der steht fast noch das ganze Jahr im Schützen, hier die grüne Linie und ganz zum Schluss macht er dann eine Kurve und geht aus dem Schützen raus. Am 20. Dezember ist es für alle Schützegeborenen ausgestanden, denn dann wandert Saturn ins Zeichen Steinbock. Und dort bleibt er dann bis 2020. Solange er aber noch im Schützen ist, ist weiterhin Weitblick mit Realismus gefragt. Hochfliegende Pläne müssen sich der praktischen Prüfung stellen. Und Saturn durchläuft den Bereich von 21 bis 29 Grad Schütze, also die dritte Dekade. Glücksplanet Jupiter steht auch 2017 noch die meiste Zeit im Beziehungszeichen Waage und begünstigt damit also Verbindungen, Allianzen, Beziehungen und Partnerschaften. Ab Oktober geht er dann in den Skorpion und ist dann günstig
für feste Verpflichtungen, also dass sozusagen aus der Begegnung eine Hochzeit wird. Das wäre die Symbolik von der Waage in den Skorpion, der ja für Verbindlichkeiten steht und für den Wandel, die Beziehung, die sich dadurch wandelt, dass sie dann ernsthaft wird. Jupiter beginnt seine Reise 2017 auf 21 Grad Waage, läuft dann aber nochmal zurück bis auf 13 Grad im Frühjahr und dann bis zum 9. Oktober dann auf 29 Grad Waage, also in der zweiten und dritten Dekade. Und wenn er dann in den Skorpion läuft, erreicht er tatsächlich bis zum Dezember auch noch die Mitte der zweiten Dekade Skorpion, also erste und zweite Dekade dann. Was haben wir noch Spannendes? Wir haben noch die Lilith. Die bringt Bewegung rein. Die steht jetzt noch im Skorpion und das noch bis Mitte Februar. Und dann geht sie ins Zeichen Schütze. Und das bringt eine veränderte Energie rein, ist auch wichtig für Liebesbeziehungen. Lilith ist hier erst noch im Skorpion und dann läuft sie durchs Zeichen Schütze und dann im November sogar noch bis in den Steinbock hinein. Und das bringt eine neue Energie in das Thema Gleichberechtigung. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass wir ein neues Aufleben des Feminismus erleben werden oder starke Frauenfiguren, die sich politisch engagieren, die den Mund aufmachen, die die Aufmerksamkeit auf Probleme lenken. So etwas ist damit denkbar. Und natürlich in persönlichen Beziehungen ist es auch sehr interessant, denn mit Lilith im Schützen werden unbequeme Wahrheiten gerne laut und deutlich ausgesprochen. Und das bringt natürlich ordentlich Dynamik rein. Die Lilith wird also Mitte Februar in den Schützen gehen und dann durch die erste Dekade bis Mitte Mai, durch die zweite Dekade von Mitte Mai bis Mitte August und durch die dritte Dekade von Mitte August bis zum 9. November. Und danach geht sie dann in die erste Dekade Steinbock. Und das kann bedeuten, dass Beziehungen dem persönlichen Pilgerweg geopfert werden. Also Lilith im Steinbock ist eine sehr kompromisslose Energie. Da habe ich wirklich Menschen gesehen, die gesagt haben, nein. Mir ist jetzt mein persönlicher Weg hier wichtiger als irgendwelche Beziehungen. Und das betrifft dann besonders Menschen, die künstlerisch und kreativ unterwegs sind. Die stellen diese Sache dann über alles. Aber da reden wir noch, wenn es dann soweit ist. Da werde ich sicherlich dann auch noch ganz ausführlich drauf eingehen. Noch eine wichtige Veränderung der Energie haben wir, weil der Mondknoten das Zeichen wechselt. Der steht ja jetzt noch Anfang Jungfrau, läuft als einziger Faktor andersrum durch den Tierkreis, beginnt also hier Anfang Jungfrau und geht dann am 9. Mai ins Löwezeichen und dann von hinten in den Löwen rein, also durch die dritte Dekade zunächst und dann bis Mitte zweite Dekade. Und das ist auch eine starke Veränderung der Energie. Zunächst mal ist es natürlich ganz toll für alle Löwegeborenen und auch die Wassermanngeborenen und auch Stier und Skorpion kriegen davon was mit. Ist aber vor allem für Löwegeborenen wie ein warmer Regen nach einer längeren Durststrecke. Also falls Löwen dabei sind, die fanden, dass sie bisher noch ein bisschen zu kurz gekommen waren, obwohl die Sterne eigentlich schon die ganze Zeit ziemlich gut stehen für Löwen, dann können sie sich eben freuen, weil ab Mai dann mit dem Mondknoten in ihrem Zeichen da eine neue Dynamik reinkommt. Der Mondknoten zeigt ja auch Verbindungen, die uns auf unserem Seelenweg weiterhelfen. Und wenn er in den Löwen geht, dann heißt das, dass da Menschen stärker hervortreten, die was Löwehaftes haben, was Strahlendes, auch ein bisschen großspurig auftreten. Und da kommt eine ganz andere Dynamik rein. Wir hatten ja jetzt 1,5 Jahre den Mondknoten in der Jungfrau, was auch sehr stark die Umweltthematik betont hat. Das sind Menschen, die eher nachdenken, die dran denken, was ihr Tun auch für Folgen hat, während der Löwe ja schon ein bisschen mehr selbstbezogen ist. Also da kommt eine neue Dynamik rein, wie sie auch so ein bisschen durch Präsident Trump beschrieben wird, der ja immer sagt, Umweltschutz ist Unsinn. Also der hat viel von dieser Energie bringt er eben auch mit rein. Der hat ja auch einen Löwe-Aszendenten und daran kann man das auch so ein bisschen merken. Aber egal, für unsere persönlichen Beziehungen bedeutet es einfach nur, dass strahlende, löwehafte Menschen in unser Leben treten und uns Türen öffnen. So ab Mai und bis Mai ist natürlich weiterhin das Zeichen Jungfrau begünstigt und dann vor allen Dingen dort die erste Dekade. Genau. Ja, warum knistert es denn eigentlich so? Ich habe ja am Anfang gesagt, es knistert ganz gewaltig und man kann sich ganz toll verlieben und Beziehungen sind unglaublich spannend und aufregend und manchmal auch ein bisschen schräg. Das liegt daran, dass wir eine wichtige Konstellation haben, ein Spannungsdreieck zwischen Unruhestifter Uranus, Glücksplanet Jupiter und Transformationsplanet Pluto.
Ja, und das ist ein an- und abschwellendes sogenanntes T-Quadrat, was uns fast das ganze Jahr begleiten wird, aber zumindest bis September. Und genau diese Konstellation formt sich sogar einmal noch kurz Ende September, bevor Jupiter dann das Zeichen wechselt. Also das ist eine ganz prägende Konstellation für dieses Jahr. Und ganz besonders spüren werden das wahrscheinlich die Kardinalzeichen, nämlich hier Widder. Dann hier die Krebse, die haben zwar hier keinen Planet stehen, aber die Spannung empfangen sie natürlich trotzdem. Hier die Wagen und die Steinbockgeborenen. Und wahrscheinlich wird es auch ganz besonders stark zu spüren sein in den Zeiten jeweils. Beginnend jetzt gleich im Januar, dann im April, im Juli und auch im Oktober. Danach geht ja dann Jupiter aus der Spannung raus. Und was bedeutet das nun für unsere Liebe und unsere Beziehungen? Dass es heiß wird, aufregend, knisternd, dass wir schnell entflammt sind, schnell begeistert und verliebt. Und wenn wir einen festen Partner haben, kann es sein, dass wir die Chemie prickelnd neu entdecken. Die Spannung mit Jupiter, Uranus und Pluto kann man als konstruktiven Wandel bezeichnen. Was neu ist, wird als verheißungsvoll empfunden, nicht so sehr als unangenehm. Wir sind bereit zur Transformation. Es formen sich neue Beziehungen, neue Freundschaften. Es ist sogar ein gutes Jahr zum Heiraten und auch um Nachwuchs auf den Weg zu bringen. Beziehungen und Allianzen stehen unter guten Sternen und der Spaßfaktor ist dabei besonders hoch. Aber die Konstellationen zeigen auch Herausforderungen, auf die man sich einstellen muss. Es kann zu Trennungen kommen, wenn wir nicht flexibel genug sind. Der Wind des Wandels ist stark. Nur was geschmeidig und biegsam ist, bleibt erhalten. Was erstarrt und vertrocknet ist, wird fortgeweht. Die Spannung zwischen Jupiter und Uranus kann auch recht extravagant wirken, ne, und ein recht exzentrisches Verhalten hervorrufen. Denn Uranus im Widder bringt also eine gewisse Exzentrik und Unberechenbarkeit rein. Und Jupiter in der Waage kann auch so ein bisschen oberflächlich sein, denn die Waage steht ja auch für Schönheit, ne? Und da ist dann manchmal der Wunsch nach einer rauschenden Verlobung oder Hochzeit so groß, dass man sich womöglich auf jemanden einlässt, mit dem es gar nicht wirklich passt, nur um die Party seines Lebens zu feiern. Jupiter, Opposition Uranus, ist nicht unbedingt der beste Aspekt für die richtige Wahl und das richtige Timing. Was Beziehungen auch problematisch machen kann, 2017, ist die Kehrseite von Jupiter in der Waage und das ist Eitelkeit. Man verliebt sich vielleicht in jemanden, nur weil er oder sie gut aussieht und die Person erweist sich dann als eitel und oberflächlich. Es funktioniert am Ende nicht, weil die Person oder sogar beide Beteiligte nur mit sich selbst beschäftigt sind. Da muss man einfach hinter die Fassade schauen und den ganzen Menschen wahrnehmen. Und auch bei sich selbst schauen, ob man vielleicht Entscheidungen trifft, die an der Oberfläche bleiben. Jupiter im harten Aspekt zu Uranus und Pluto hier, ne? Was bedeutet das? Das zeigt die Tendenz, Dinge zu überschätzen und zu überbewerten. Und das Urteilsvermögen ist getrübt. So entstehen übrigens auch Vorurteile. Wir wollen die Wahrheit einfach nicht sehen, wenn sie nicht zu unseren hohen Erwartungen passt. Wir wollen so sehr, dass sich unser Traum und unsere Hoffnungen erfüllen. Das ist dann auch die Planetenkombination Jupiter in der Waage und Neptun in den Fischen, dass wir Details übersehen, die nicht mit der Realität zusammenpassen. Wenn wir nicht bereit sind, genau hinzuschauen und zu unterscheiden, treffen wir dann falsche Entscheidungen, die zu einem schlechten Ergebnis führen. Deshalb lasst euch Zeit und prüft die Details, bevor ihr euch in eine Affäre hineinstürzt. Wobei das leichter gesagt als getan ist, ne? Denn wenn die Lust uns überkommt, dann fällt es oft schwer zu widerstehen. Es kann also passieren, dass man sich auf eine lustvolle Erfahrung einlässt, obwohl sie einen viel Energie kostet. Und darin ist auch das Quadrat hier Jupiter-Pluto beteiligt. Denn das steht für eine gewisse Maßlosigkeit. Man stürzt sich zum Beispiel schnell in Schulden. Das ist ein Bankrottaspekt, sowohl in privaten Beziehungen als auch in der Weltwirtschaft. Ein Szenario könnte zum Beispiel sein, mit Jupiter in der Waage will man den Angebeteten mit Äußerlichkeiten beeindrucken. Man gibt zu viel Geld aus, um attraktiv und sexy auszusehen oder für teure Einladungen und Reisen. Beide Seiten investieren also übermäßig viel Geld, nur um attraktiv zu sein. Und wenn sie endlich zusammenkommen, dann muss gespart werden, weil sich beide verschuldet haben. Das heißt, die Beziehung startet schon mit Geldproblemen und leidet dann darunter. Auch wenn Jupiter im Herbst in den Skorpion geht, kann sich die Tendenz zu Geldproblemen fortsetzen oder es passiert einfach, dass Geldthemen dauernd im Vordergrund stehen.
Man sollte sich also fragen, hat mein Gegenüber wirklich so viel, wie er vorgibt, oder will er mich nur beeindrucken? Und da gibt es eine ganz einfache Regel: Wenn ihr euch verliebt, achtet darauf, dass die Person ein Auto und einen Job hat. Also ich will damit nur sagen, es gibt ganz einfache Anzeichen dafür, dass das mit dem Geld ungefähr stimmt. Man muss nur hingucken. Die Planeten helfen uns aber, konstruktiv mit all dem umzugehen und am Ende des Jahres tatsächlich mit wunderbaren neuen Freundschaften und Beziehungen oder Partnerschaften dazustehen oder frischen Wind in bestehende Partnerschaften zu bringen. Die Lösung ist tatsächlich Saturn, denn er steht in einem harmonischen Aspekt zur Übertreibungskonstellation von Jupiter und Uranus. Das ist hier dieser blaue Aspekt. Der alte, grummelige Saturn, der ist diesmal die Rettung. Sonst haben wir das ja nicht so gerne, wenn wir es mit Saturn zu tun bekommen. Aber diesmal ist es gut, dass er so steht. Denn er kann für das richtige Maß sorgen. Ich hatte ja gesagt, Jupiter, Opposition, Uranus, das ist nicht die beste Entscheidung. Aber Saturn im Sextil, also im günstigen Aspekt zu Jupiter, das sind gute Entscheidungen. Ja, und wie kommt man jetzt dahin, dass man in diese Energie kommt, damit man gute Entscheidungen treffen kann? Indem man sich an die Tugenden von Saturn hält. Also nehmt euch Zeit, seid kostenbewusst und auch ein bisschen vorsichtig, schaut genau hin, kennt eure eigenen Grenzen und überschreitet sie nicht. Und wenn ihr euch daran haltet, kommt ihr gut zurecht. Mit gesundem Menschenverstand und Impulskontrolle kann man vermeiden, dass man in ein Liebesdesaster hineingerät oder sich verschuldet, um jemanden zu beeindrucken. Man muss da mit einer gewissen Reife rangehen. Ganz ehrlich, meistens wissen wir doch ganz genau, ob etwas nicht gut ist oder ob etwas nicht stimmt und ob wir etwas nicht tun sollten. Die Frage ist nur, ob wir uns dann auch dran halten. Und das ist dann wieder Selbstdisziplin, das ist dann wieder das Saturn-Thema. Also ihr Lieben, wenn ihr es in Beziehungen langfristig ernst meint, müsst ihr den machbaren, ausgewogenen Weg wählen. Wenn ihr nur der momentanen Anziehung und der Lust folgt, zum Beispiel eine heiße Affäre anfangt, obwohl jemand gebunden ist, dann habt ihr vielleicht eine tolle Zeit, aber das ist dann ein Spiel mit dem Feuer und das kann euch nachher um die Ohren fliegen. Ja, das wäre dann wieder diese Opposition zwischen Uranus und Jupiter. Und am Ende seid ihr dann auch nicht glücklich. Aber die gute Nachricht ist, ihr könnt eigentlich alles haben. Anziehung, Lust und das Machbare, das Realistische. Es kann funktionieren, weil die Planeten in Harmonie mit Saturn stehen. Verantwortung und Lebensfreude schließen sich nicht aus. Kommen wir jetzt zu einer weiteren äußerst wichtigen Liebes- und Leidenschaftskonstellation 2017. Davon gibt es übrigens noch mehrere, weil nämlich Venus und Mars als Liebesplaneten und Verbindungsfaktor Mondknoten 2017 stark betont sind. Das Wichtigste aber ist, die Venus wird rückläufig nächstes Jahr. Also 2017, vom 4. März bis zum 15. April, wird die Venus rückläufig. Und innerhalb von 8 Jahren wird die Venus 5-mal rückläufig, also immer wieder, ne, das wiederholt sich immer zyklisch, und formt dabei ein Pentagramm am Himmel. Ein richtig perfektes Pentagramm. Darauf werde ich aber nochmal in einem extra Video eingehen, wenn es dann soweit ist. Ne? Da gibt es ja nochmal ein Special zur rückläufigen Venus. Für unser Liebesleben 2017 bedeutet das, wir bekommen die Chance, alte, hinderliche Beziehungsmuster zu erkennen und zu überwinden. Und außerdem passiert noch was ganz Außergewöhnliches. Durch die Rückläufigkeit verlangsamt sich die Venus und Mars, der ja eigentlich länger durch den Tierkreis braucht, holt dann auf und bekommt die Chance, häufiger gemeinsam mit der Venus im selben Zeichen unterwegs zu sein, was den Liebes- und Leidenschaftsfaktor stark erhöhen müsste. Die beiden tanzen gewissermaßen über weite Strecken gemeinsam durch das Jahr. Und Venus und Mars galten schon in der griechischen Mythologie als das heißeste Liebespaar aller Zeiten. 4-mal halten sie sich 2017 im selben Zeichen auf und entfalten ihre Kräfte gemeinsam. Und während des gesamten Jahres 2018 gibt es dagegen keine einzige Venus-Mars-Begegnung im selben Zeichen. Die nächste ist dann erst wieder im August 2019. Deshalb glaube ich, dass 2017 ein Jahr der Liebe und Leidenschaft wird. Die genauen Zeiten der Venus-Mars-Konstellation gebe ich zum Schluss nochmal durch. Jetzt schauen wir uns erstmal die Rückläufigkeitsphase der Venus genauer an.
Also, los geht es am 4. März. Da wird die Venus hier rückläufig im Zeichen Widder auf 13 Grad Widder. Dann am 25. März bildet sie hier eine Konjunktion mit der Sonne. Die ist dann Teil dieses fünfzackigen Pentagramms, worüber ihr noch mehr von mir erfahrt. Und dann läuft sie weiter zurück und tritt dann am 3. April ins Zeichen Fische hier ein. Und am 12. April wird sie dann stationär, also das ist kurz bevor sie wieder direktläufig wird, und das Ganze in den Fischen, und da steht sie hier zusammen mit dem Chiron und das Ganze in Spannung zu Saturn. Das ist dann die sehr kritische Phase dieses Venus-Transits. Am 15. April wird sie dann wieder direktläufig auf 26 Grad Fische und wie gesagt die ganze Zeit hier in einem engen Quadrat mit Chiron dabei, mit Saturn dabei. Da werden wir sicherlich noch mal ganz stark auch mit dem Chiron-Thema konfrontiert. Da wird es vielleicht darum gehen, ob wir in der Lage sind, auch selbstlose Liebe und Hilfe zu geben. Auch vielleicht für Menschen, die wir gar nicht persönlich kennen. Aber für unsere persönlichen Beziehungen ist das auch die kritische Phase. Die ist so etwa zwischen dem 8. und 21. April. Und dann am 28. April tritt die Venus wieder ins Zeichen Widder ein. Und dann zu guter Letzt am 18. Mai, da steht sie wieder auf 13 Grad Widder, also auf demselben Grad, auf dem sie stand, als sie rückläufig wurde. Das heißt, in dieser ganzen Zeit vom 4. März bis zum 18. Mai ist sozusagen die Venus die Solistin im Chor der Planeten und Liebe und Beziehungen sind in dieser Zeit besonders betont. Ja, was bedeutet das nun für uns? Also zunächst lässt sich die Sache gut an. Ja? Also die Frühlingsgefühle blühen, wir haben Schmetterlinge im Bauch, wir treffen neue Leute und hören vielleicht von Leuten, in die wir mal verliebt waren und die sich lange nicht gemeldet hatten. Liebhaber aus der Vergangenheit tauchen wieder auf. Das ist erstmal aufregend. Aber unmittelbar bevor die Venus wieder direkt läuft, wird sie ja dann eben langsamer und stationär und dann eben in dieser Spannung zu Saturn und Chiron. Das ist die kritische Phase der Konstellation vom 8. bis 21. April. Und dann kann es sein, dass die Begegnungen, die uns zunächst so aufregend erschienen, sich als doch nicht so toll erweisen. Sie funktionieren am Ende doch nicht. Ist es eine alte Liebe? Könnten Sachen hochkommen, die uns daran erinnern, warum wir sie ursprünglich mal verlassen haben. Oder wir verlassen die neue Liebe, weil sich dieselben Probleme und Muster wieder zeigen, die wir vorher schon hatten und die sich nicht geändert haben. Es werden also Beziehungen zerbrechen, wenn wir nicht die Lektion dahinter verstehen, nämlich unsere alten Muster zu überwinden. Das Gute daran ist, wir sehen diese Muster, wir fühlen die Dynamiken an die Oberfläche kommen, die bisher immer unsere Beziehungen ruiniert haben. Die sehen wir dann und wenn wir vernünftig und intelligent damit umgehen, dann können wir sie stoppen und entscheiden, diesen alten Mustern nicht erneut zu folgen. Und dann kann es ein Happy End geben und wir machen wirklich Fortschritte. Aber der Schlüssel ist, die Muster der Vergangenheit zu überwinden, also zu erkennen und zu überwinden und uns dann bewusst dafür zu entscheiden, sie nicht zu aktivieren, nicht wieder in dasselbe alte Verhalten zu verfallen, das früher schon nicht funktioniert hat. Wir bekommen die Chance, einen anderen Weg zu wählen, wenn wir wollen, dass die Beziehung weitergeht. Das ist Teil der großen Veränderungen, die wir 2017 erleben und die eben auch die Chance beinhalten, alte Beziehungsmuster zu durchbrechen. Das ist die positive Seite der Erneuerungsenergie mit Uranus im Widder und Jupiter in der Waage. Und die Venus wird ja schließlich im Pionierzeichen Widder rückläufig. Das heißt, Beziehungen neu gestalten. Dieser Venuszyklus wiederholt sich übrigens alle 8 Jahre, denn dann wird die Venus im gleichen Bereich des Tierkreises wieder rückläufig. Und das ist diesmal eben im Widder. Das heißt, das letzte Mal war demnach vor 8 Jahren. Ja, wenn ihr mal drüber nachdenkt, was vielleicht vor 8 Jahren in eurem Liebesleben wichtig war, dann kann das auch Aufschluss darüber geben, worum es diesmal für euch persönlich geht. So, jetzt muss ich kurz das Programm wechseln, denn jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen. Genau, ich habe ja erzählt, dass der Mondknoten ins Zeichen Löwe wechselt und dass das auch schon eine sehr wichtige neue Energie reinbringt. Und der Mondknoten bleibt dort übrigens bis November 2018 und bringt dann eben einen warmen Liebesregen für Löwegeborene und Wassermanngeborene. Aber der Mondknoten hat auch etwas mit Finsternissen zu tun.
Und das liegt daran, dass immer dann, wenn ein Vollmond oder Neumond in direkter Verbindung mit dem Mondknoten im Horoskop erscheint, dann sehen wir, dass das eine Finsternis ist. Und das haben wir dieses Jahr zweimal. Wir haben nämlich einmal den Vollmond als Mondfinsternis und dann den Neumond als Sonnenfinsternis. Ich zeige euch das mal. Hier habe ich den Vollmond erstmal eingeblendet. Hier haben wir also die Sonne im Löwen, Mond im Wassermann und dann ist hier der Mondknoten dabei und auch der Mars. Und das ist jetzt nochmal eine ganz wichtige Nachricht für die Deutung. Beim Vollmond geht es ja immer um Emotionen, die an die Oberfläche kommen. Die werden dann sozusagen beleuchtet. Ja? Und hier kann es eben darum gehen, dass der Partner, der sozusagen das Oberwasser hat, sich hier mit Mars durchsetzen will und der andere Partner dadurch so ein bisschen alleingelassen sich fühlt. Das ist also diese Mondfinsternis hat schon eine große Bedeutung darauf, wie wir mit Beziehungen umgehen. Und das kann natürlich jetzt auch wieder dann darauf zurückgehen, was passiert ist während des Frühlings. Vielleicht haben wir neue Leute kennengelernt, vielleicht haben wir die ersten Ansätze geschafft, unsere alten Beziehungsmuster zu überwinden, aber vielleicht werden wir jetzt dann doch noch mal damit konfrontiert. Und das wäre dann sozusagen das nächste Datum. Diese Vollmondfinsternis ist am 7. August 2017 und wird wahrscheinlich besonders deutlich zu spüren sein für Löwe-Geborene und Wassermann-Geborene, eventuell auch noch für Skorpion und Stier und natürlich für alle, die Planetenpositionen in diesen Graden haben. Also das ist eine bedeutende Konstellation, die nochmal ein Schlaglicht auf Beziehungen und wie wir damit umgehen wirft. Und hier geht es eben darum, Kompromisse zu finden. Man muss lernen, Kompromisse zu finden und sich nicht einfach durchzusetzen. Und es kann auch sein, dass dieses Durchsetzen im ersten Moment gut zu funktionieren scheint, aber das hat dann zur Folge, dass der Partner auf Distanz geht. Das wäre jetzt Wassermann, ne? Geht dann auf Distanz und dann wundert man sich vielleicht und merkt dann, wie man dann auseinanderdriftet. Und die Wirkung von dieser Konstellation ist, die fängt also schon 3 Wochen vorher an zu wirken und dann noch 4 Monate nachher ungefähr bis zum Neumond im Skorpion. Also wenn es in dieser Zeit Konflikte in der Beziehung ums Emotionale geht, dass sich vielleicht einer nicht genug wahrgenommen fühlt oder dass vielleicht einer sozusagen über den anderen hinweggeht mit dem Mars hier so fröhlich über den Partner hinwegtrampelt. Das sind so Themen, die euch eventuell beschäftigen könnten in der Zeit. Aber ich werde da natürlich auch in den Monatshoroskopen noch drauf eingehen. Ja, sehr wichtig ist dann auch die Sonnenfinsternis, die wir da noch haben. Die kommt dann 2 Wochen später, wenn nämlich dann der Neumond auch im Löwen sich ereignet. Das ist am 21.8. Und das wird sogar eine totale Sonnenfinsternis werden. Und die wird in Teilen Nordamerikas und Kanadas zu sehen sein. Aber zu spüren sein wird sie auf jeden Fall, weil das ja ein astrologisches Großereignis ist. Und da stehen nun hier alle Planeten im Löwen. Und hier, also für uns hier in Köln zum Beispiel, spielt sich das Ganze auch noch auf der Beziehungsachse ab. Das betont nochmal das Beziehungsthema, was da drin steckt. Und hier haben wir also Sonne und Mond im Löwen, den Mars dabei und den Mondknoten. Das begünstigt alle, die im Zeichen Löwe geboren sind. Die kommen voran, die verändern was in ihrem Leben. Und da geht es aber nun auch wieder darum, dass man vielleicht auch berücksichtigen muss, dass noch andere Menschen daran beteiligt sind. Also auch hier geht es wieder darum, dass man vielleicht Kompromisse finden muss, damit man damit gut leben kann. Aber das bringt eine starke Bewegung in das Leben der Menschen, die in diesen Graden auch Geburtstag haben. Also Ende August, ne, fällt so in die dritte Dekade des Löwezeichens. Aber da gehe ich im Horoskop für die Löwen nochmal ganz genau drauf ein. Genau, und dieses Mal ist es übrigens auch noch so, dass die Venus, während diese Sonnenfinsternis sich ereignet, hier auch noch ein Quadrat zu Uranus bildet. Das könnte dann noch mal eine Zeit sein, wo man vielleicht geneigt ist, sich leichtfertig schnell zu trennen. Also da empfehle ich dann auch genau aufzupassen. Und diejenigen, die das in ihrem Horoskop haben, also die Löwen und auch die Wassermänner, die spüren das schon bis zu 3 Monate vorher und dann noch bis ein ganzes Jahr nachher. Das ist also eine große Sache mit der Sonnenfinsternis und die hat natürlich dann auch weltpolitisch große Bedeutung. Ich sage nur, dass die sich auch auf dem Aszendenten von Donald Trump abspielt. Also auch in dessen Leben dürfen wir da mit größeren Entwicklungen rechnen. Aber da empfehle ich dann die Vorhersagen von Ray Merriman, der beschäftigt sich halt ja
ganz stark mit der Weltpolitik und der Weltwirtschaft. Und der kann dazu natürlich die besten Aussagen treffen. Bei uns geht es ja hier um Liebe und Beziehungen. So, zum Schluss gehe ich dann jetzt das Jahr nochmal mit euch durch und zeige euch die heißesten Zeiten für Liebe, Lust und Flirt, nämlich wenn Venus und Mars ihre Kräfte gemeinsam entfalten. Dabei aktivieren sie alle vier Elemente, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Außerdem schauen wir dabei auch, wann der Merkur 2017 rückläufig wird. Und damit starten wir auch gleich. Also wir starten mit rückläufigem Merkur ins Jahr und der wird dann am 8. Januar wieder direktläufig im Zeichen Schütze. So, die erste Venus-Mars-Phase fängt auch schon am 3. Januar an und geht dann bis zum 27. Januar. Da steht nämlich Venus mit Mars hier wunderbar in den Fischen, auch noch Neptun dabei, der Chiron auch dabei, der uns vielleicht auch ermöglicht, nicht nur in Liebesbeziehungen zu gehen, sondern auch eine Liebe, vielleicht eine Nächstenliebe zu entwickeln und zu helfen, wenn wir gebraucht werden. Und diese schöne Phase, wie gesagt, 3. bis 27. Januar. Und das Ganze ist dann in den Fischen, das heißt im Element Wasser. Ist also gut für alle Wasserzeichen, Fische, Krebs und Skorpion. Die nächste Venus-Mars-Phase beginnt dann schon am 3. Februar. Und da haben wir Venus-Mars im Zeichen Widder. Das ist sicherlich eine sehr leidenschaftliche Zeit. Und die werden sich auch zu Valentinstag am 14. im Widder befinden und das wird bestimmt eine sehr, sehr schöne und liebevolle Phase, vielleicht auch mit schönen Liebesüberraschungen, weil ja auch Uranus dabei ist. Also eine tolle Zeit vom 3. Februar bis zum 9. März und da beginnt ja dann auch schon die Rückläufigkeitsphase der Venus. Aber Mars geht danach aus dem Zeichen raus. Hier geht es ja nur darum, wann beide im gleichen Zeichen sind. Also wie gesagt, 3. Februar bis 9. März im Zeichen Widder und damit im Element Feuer. Das heißt, das dürfte besonders reizvoll sein für Widder, Löwen und Schützen. Dann kommt die nächste Merkurphase, die beginnt am 10. April. Da wird der Merkur wieder rückläufig und das Ganze dann bis zum 3. Mai. Und der Merkur befindet sich dann im Zeichen Stier, wird rückläufig, läuft nochmal zurück in den Widder und wird dort dann eben direktläufig. Am 3. Mai. Genau, dann haben wir die nächste Phase, die ist dann auch wieder Merkur rückläufig. Das ist dann im August. Muss ich hier ein bisschen spulen. Und zwar am 13. August. Und das Ganze dann bis zum 5. September. In der Zeit ist dann eben auch wieder Merkur rückläufig. Und vom 21. September... Da haben wir dann nämlich auch wieder was Schickes. Da haben wir nämlich dann im Erdelement Venus und Mars in der Jungfrau. Genau, das Ganze beginnt am 21. Stehen dann hier beide im Zeichen Jungfrau. Und derzeit bilden sie dann auch sogar eine ganz enge Konjunktion. Und zwar wird die exakt am 5. Oktober, also auch in den Tagen vorher, dürfte das schon deutlich spürbar sein. Vielleicht ein bisschen verhaltener, weil es eben das Zeichen Jungfrau ist, nicht so feurig und leidenschaftlich wie im Widder, aber bestimmt eine sehr, sehr schöne, sinnliche Phase. Und die haben ganz besonders die Erdzeichen für sich, ne? Die können das genießen, und zwar die Zeichen Stier, Jungfrau und Steinbock. Wie gesagt, 21. September bis 14. Oktober. Und dann haben wir noch eine wunderschöne Phase vom 23. Oktober bis 7. November. Da haben wir nämlich Venus und Mars im Beziehungszeichen Waage. Venus steht ja in der Waage sowieso sehr gut. Und das ist dann nochmal eine sehr schöne Zeit für alle Luftzeichen, nämlich Zwillinge, Waage und Wassermann. Und der Merkur wird auch nochmal rückläufig, und zwar am 3. Dezember. Vom 3. bis 23. Dezember im Zeichen Schütze wird er da rückläufig. Das heißt, da kann es dann auch so manche Missverständnisse gehen. Vielleicht kriegt man dann nicht gerade das geschenkt, was man sich gewünscht hat, wird aber rechtzeitig zu Weihnachten dann auch wieder direktläufig. Genau. Und damit sind wir dann auch mit dem Jahr durch. Zu Silvester haben wir dann den Mond in den Zwillingen. Das ist dann wieder super schön zum Feiern. Und wie sich die Konstellationen im Einzelnen auswirken, das erfahrt ihr natürlich jeden Monat dann wieder in meinem Liebeshoroskop. Genau.
Ja, und jetzt zu der Verlosung. Unter allen Abonnenten meines YouTube-Kanals möchte ich ein persönliches Jahreshoroskop verlosen. 45 Minuten mit mir am Telefon und eine CD mit der Aufnahme davon. Deswegen abonniert doch bitte meinen Kanal, sofern ihr es nicht schon gemacht habt. Ich habe dann hier so ein Kästchen, das geht da auf und da braucht ihr nur zu klicken und dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Ja, natürlich könnt ihr euch auch ein ganz persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen, jederzeit. Da geht ihr einfach auf meine Webseite, das verlinke ich ja hier auch alles, ne? Beratung und so weiter, da findet ihr das alles, wie das geht oder vielleicht auch einen Partnervergleich. Und ich habe jetzt auch eine Hotline eingerichtet. Da könnt ihr mich zum Festnetztarif erstmal auf meinem Kundentelefon anrufen. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Und mit mir ganz kurzfristig spontan einen Termin vereinbaren. Und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer. Dann könnt ihr mich da anrufen. Dann wird das einfach über die Telefonleitung abgerechnet. Allerdings bitte nur vom Festnetz aus. Ja, und dann möchte ich euch gerne noch eine ganz wichtige Empfehlung geben. Gehen wir hier nochmal in meine Präsentation rein. Ich möchte mich also ganz herzlich bedanken bei Ray Merriman, mit dem ich viele, viele Gespräche geführt habe, um dieses Jahreshoroskop vorzubereiten. Und er schreibt ja jedes Jahr ein Buch Voraussagen für das jeweilige Jahr. Das ist jetzt schon das 41. Buch, was erschienen ist für 2017. Und das ist auch in Deutsch übersetzt. Darin gibt Ray also Prognosen zu den weltweit wichtigsten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends und auch für die 12 Sternzeichen, wobei er ausführlich auf Beziehungen und berufliche wie finanzielle Tendenzen eingeht. Außerdem ist da ein wunderbarer Terminkalender drin, wo für jeden Tag die wichtigsten Konstellationen vermerkt sind, wo man also seine Termine auch eintragen kann. Genau. Und das Buch hat 200 Seiten und kostet 59 Euro. Ich kann es also nur wärmstens empfehlen. Und bestellen könnt ihr es über Rays europäische Webseite www.mmaeurope.ch, also mma-europe.ch. Oder ihr schreibt mir einfach eine Mail und ich leite das dann weiter. Außerdem möchte ich mich noch bedanken bei meiner Tochter Marilene, die diese Videos immer so wunderbar für mich produziert. Ja. Auch in Ihrem Namen wünschen wir euch nun ein ganz, ganz wunderbares Jahr 2017 mit vielen, vielen funkelnden Liebessternen. Alles Gute mit den Sternen. Deshalb glaube ich, dass 2017 ein Jahr der Liebe und Leidenschaft wird. Die genauen Zeiten der Venus-Mars. Oh, da weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt hatte. Ist ja egal, da ist schon vorbei. Ja, aber das